Ich hab Spiegelei. Der Melvin hat ganz viele Eier. Ja. Oh fuck, ich komme aus dieser Box nicht raus. So, Hallöchen. Mal bewegen. Nein, noch nicht. Ich hab noch so viel Crap von diesem Lucky. Das funktioniert nicht, Ike. Was? Das funktioniert nicht so, wie es soll. Kannst du nicht reingehen? Du sollst reingehen. Nee, hier hinten rein. Warte, komm doch mal ganz kurz weg, ich muss die Seite abbauen, dass man das so sieht. Ich verstehe nicht, was... So. Auf 60%. Melvin? Ja? Du darfst gucken kommen. Okay, was? Gehen wir davon, sneak eine Runde. Was? Stell dich mal davor und sneak eine Runde. Warum? Ich danke auf jeden Fall für die schönen Screenshots. Und Melvin. Hallöchen! Melvin, warum baust du sowas? Der Big Stock. Vor 3 Folgen habe ich das gesehen und ich dachte mir bloß. Ich dachte mir bloß, alles klar, was baut der Dude hier? Das war ich ja nicht mal. Mike, ich bin. Also. Ich kann. Oh, danke. Mensch, Melvin, du solltest dir unbedingt mal. Ach komm, nee. Aber Melvin, hier, dein schöner neuer Baum, den ich dir gepflanzt hab. Ja, deine schöne das, ja. Wiese, die ich dir gemacht hab. Ein Mammutbaum. Oder ey. Ein Redwood. Diese Hühnerkacke, no? Die geht ja, mir so auf den Sack hier. Ja, weißt du, Hühnerkacke. Ich hab doch meinen Ring um. Chicken Menu. Den nehme ich gleich mit. Hä, was? Viel Hühner, okay. Aber das ist doch schön, was man mit der Hühnerkacke machen kann. Ich hab ein komisches Spawn-Eil namens. Was kann man denn selber machen? Selber na, das hier. Du kannst es kompostieren zur Erde oder du kannst es überall in Wiese setzen. Was? Ja. Oh, Danke, bitte. Nee, Melvin, ich würde aber aufpassen, ne, bevor dort oben die Leaves wieder verschwinden. Wie fände ich das? Holz reinsetzen? Überall da rum. Oh Gott. Guck mal hier in dein ME rein. Das ist genügend Redwood Bark und Redwood drinne und Redwood Rot. Schon brauchen wir mal ein paar Stacks. Und hab ich dir nicht eine Rüstung gemacht gehabt? Keine Ahnung. So eine Rüstung. Achso, Ike, dein Portal ist weg. Ja, weil kein Mana mehr da ist. Oh. Hä? Ja, geil, dann kann ich erstmal überall. Ich hab dir doch so eine Rüstung gemacht, wie wir haben. Mann, ist kaputt gegangen. So schnell? Du hast eine rote, oder? Nee. Er hatte, glaube ich, so eine pinke oder was war das? Das war eine Mana. Nee, ich hab ihm doch eine Supreme gemacht. Keine Ahnung. Hä? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine unendliche Spitzhacke, die so unendlich hält. Und so. Ich weiß nicht, wo ich die Blöcke hinsetze, sonst ich sehe ja kaum was. Dann muss mal jemand schlafen gehen, das Tag ist. Ich hab kein Bett. Ich auch nicht. Melvin, du musst herhalten. Wo ist dein Bett? Da drüben. Ich hab halt 244.000 Kohle hier drin. Ei, Melvin. Warte, ich muss mal kurz. Das geht immer weiter hier. Hä, hab ich hier keine Supreme-Rüstung gemacht? Ungefähr ausmachen, ne? Nö. Ja. Oh Gott, regnet bei uns. Und warum fehlt mir hier eine Festplatte? Ach, okay, die muss ich noch machen. Na, warte, dann mache ich dir eine. Muss ich mich ja in die Pflanzen anbauen? Ja, du leckst gerade.
Ja, ich weiß. Hallöchen. Dann kriegt der Melvin mal schnell eine. Sag mal. Ach du Heimatland. Melvin. Ja. Ich stumm mich am besten, das hört sich alles. Aber nur. Sag mal, warum funktioniert deine Schmelze nicht richtig? Ich schmelz gar nicht da drin. Ach, nur die rote kann fliegen. Dann krieg ich da eine andere. Ich hab doch hier noch so eine wunderschöne. Wenn ich die finden würde. Die da. 1, 2, 3, 4. Wo ist ein Melvin? Ist ein Melvin auf dem Baum. Achso, ich dachte in deiner Kammer. Ja, nee, ich will den Baum ja retten, ne? Was zur Hölle ist ein Step Assist? Was für Gesundheit? Was für ein Ding? Das frage ich mich auch. Ich sehe halt einfach mal nicht seinen Nametag. Hast du das hier gesetzt, Melvin? Was? Komm mal ganz hoch auf deinen Baum. Ganz hoch? Ja. Hast du das hier gemacht? Nein. Warte, lass das übrig. Ich glaube, ich hab da. Melvin. Ja. Das da. Wo? Ah, hier, da. Warte. Ja. Das passt, ja. Das und das kannst du haben. Oh mein Gott. Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was, wo? Nee, diese Holzpümmel, die hier sind, die zu den Leaves nach oben gehen, das sieht halt so grottendämlich aus. Aber hat auch wieder irgendwas. Das war ich. Warst du nicht. Aber Tyrox. Bist du dir sicher? Problem ist, ich kann jetzt 3x3 abbauen mit der Axt. Ich muss mich halt hier wirklich runterbauen. Wir haben noch Weinminer da, ja? Nee, das geht mit der Supreme Axt zumindest nicht. Habe ich schon getestet bei mir, weil ich bei mir den ganzen Holzboden weggemacht habe. Warte. Muss das mit dem anderen Holz verbunden sein oder einfach mit dem Holz verbunden? Doch. Einfach nur Holz drin. Leute, meine Eltern kommen jetzt gerade. Cool. Läuft. Das heißt, ich muss eventuell gleich mit Einkauf einpacken. Du hast noch Redwood Leaves hier im ME. Okay. Hier, guck mal, Redwood Saplings. Ja. Das ist schön, Taro. Redwood, ich hab zufälligerweise Erde dabei. Und ich Kacke. Mir hier weiter. Ich hasse dich, warum bist du so scheiße? Danke. Weil er dich mag. Was ist das? Was ist das für eine Rüstung? Ich will die auch haben, damit bekommst du keinen Fall, keinen Schaden. Wie, kein Schaden? Stimmt! Tyrox, die kriegen wir alle noch, aber nur in verbesserter Variante, wenn CO2 wieder online kommt. Wie heißt die? Für den Chaos-Drachen. Wyvern, ne? Ja. Nee, aber die kriegen wir sowieso alle für den Chaos-Drachen. Also, du brauchst dir keine herstellen, der da Dings macht das dann alles schon. Und so wie ich den Tyrox kenne, stellt er sich jetzt trotzdem eine her. Ja, warum nicht? Tyrox, ich muss jetzt gucken, dass ich meinen Baum rette. Wie willst du denn bitte schon deinen Baum retten, Alter? Der ist eh nicht mehr zu, retten. Doch. Zu retten. Indem ich einfach Holz drin platziere. Warte mal, ich möchte jetzt eigentlich... Haben wir einen Leafblower, ja? Oh nein. Oh, hier das irgendwie so ein Blower. Nein. Ja. Oh. Jetzt. Hab ich das Problem. Das heißt... Ja. Immer noch an. Mike, hast Diamantine? Nein. Fuck. Doch, du hast bestimmt Diamantine. Nein. Doch. Nee, ohne Scheiß jetzt. Es ist mir egal, ich werde trotzdem nachgucken. Ist mir egal. Du kannst nachgucken, was du willst. Ich habe das Zeug definitiv nicht. Diamant. Doch, hast du. Echt? Ja. Wie sieht denn das aus?
Es ist so ein dunkelblauer Kristall. Moment. Ach, die, ja, Prostmahlzeit. Dass wie die herzustellen sind. Wie denn? Kacke. Ich weiß, deswegen. Deswegen klaust du mir die noch. Ja. Arsch. Weil ich jetzt einen Windblower habe. Nee, hör mal auf, ich habe den Baum echt mühevoll setzen müssen für Melvin. Wie denn mühevoll setzen? Der Server schmiert jedes Mal ab, wenn der Baum spawnt. Ja. Ah. Egal. Nee, ist nicht egal. Dann mähe ich halt Rasen. Vor allem nicht, ja, das kannst du machen. Hey, das ist eine Latte. Und ich sehe den Spam-Channel nicht, weil die Ordner, Aufnahmeordner davor sind. Stimmt. Du kannst dir ja voll. Was machst du für Tarox? Cassie. Wie gefällt dir eigentlich das Lied? Was, Windblower? Nein. Oh, das muss jetzt einfach mal rauskommen. Ich meine das Lied, ja. Oh Gott. Also ich habe auch 60%, ne? So, Extract an. Ist doch schön. Ist doch das schön. Disable. Aber wenn mein Hund endlich mal leise sein würde, dann würde ich das auch feiern. Mach doch einfach mal Tür zu. Die Tür ist zu. Willst du mich verarschen? Das hört sich an, als ob du mit dem Zimmer ist. Wortwörtlich. Ey, warte, ich muss eh kurz weg. Also, okay. So, okay. Ich bin kurz weg. Ja. Das und das. Das dort einmal disablen. Oh, Enderlily. Und so, jetzt müsste das da oben auch Strom kriegen. Meins. Ja, danke, Torox. Das da rein. Da, das. Scheiße ansammeln. Ach, Melvin. Was? Nix, darf ich nicht mal sagen, ach, Melvin? Nee. Okay, ach, Melkfett. Selber schuld. Melvin hat mir besser gefallen. Ja, ach, jetzt auf einmal? Ja. War das gestern nicht schon genug? Nö. Ach, Melvin, nimm's nicht so tragisch. Doch. Nein. 9 von 10 sind Mobbing geil. Ich kenn das alles schon. Wir würden dich nie mobben. Wir ziehen dich nur auf. Das ist ein himmelgroßer. Nein, das ist ein himmelgroßer Unterschied. Nein, ihr mobbt mich. Du belügst. Davon war ich gestern fest entschieden. Okay, das ist auch automatisiert. Was? Wir haben dich doch gestern nie gemobbt. Was waren gestern überhaupt? Was denkst du, warum ich aus dem Channel gegangen bin? Du bist gestern gegangen? Jetzt mal ohne Scheiß. Echt jetzt? Das hast du echt nicht mitbekommen. Nö. Soll ich? Das ist sad. Muss ich sowas mitkriegen? Nee, aber jetzt echt. Hä? Warte mal, wann bist du gestern gegangen? Ich dachte, ich würde das mitbekommen, wenn ich nicht mehr rede, aber hey. Ja, wir waren verwundert, dass du auf immer so totenstill warst, aber du bist gegangen? Ich dachte, du hast dich nur gemutet. Nee, ich war gegangen. Haben wir es so hart übertrieben? Ja. Nee, dass ich keinen Bock mehr hatte. Du weißt schon, dass du einfach sagen musst, jetzt hier, stopp Jungs, es ist genug und dann hören wir auch auf. Ist halt wirklich so, das habe ich ja auch mal so in die Info vom PC geschrieben. Und da halte ich mich auch dran. Ich weiß, glaubst du wieder, Nina. Der böse, böse Eikalt wieder. Cassie hat zum Beispiel mitbekommen. Ja, so, bin wieder da, Leute. Du mal ganz ehrlich, no, Cassie kriegt da auch alles mit. Die kriegt auch mit, wenn ich hier vom Sofa falle. Was? Ja.
Wenn ich in der Nacht vom Sofa falle, kriege ich erstmal von Kästchen eine Nachricht. Haha, hat's wehgetan? 7, 8, 9. Boah, das wäre richtig viel. Stell mal vor. Mir fällt gerade nichts ein. Wow. Also das vorzustellen ist nicht wirklich schwer. So, Cassie. Da du ja alles mitbekommst. Oh Gott, jetzt geht's los. Was werde ich gleich essen? Shit. Nix in der Aufnahme, ganz einfach. Ich weiß. Aber sonst ist das aber kalt. Ach so, ist es ein lautes Essen oder nicht? Nee. Obwohl. Nein. Na doch, wenn du schmatzt. Ja, gut. Oder rülpst. Ajon. Uff. Ich hab das aber rausgeschnitten. Du wolltest das so. Oh, zum Glück. Oh Gott. Du wolltest das so und da habe ich das auch gemacht. Das ist gut. Das schätze ich sehr wert. Nein, Spaghetti sind's nicht. Döner. Nein. Aber man kann von uns raus zu Boot fahren. Was? Deine Mutter, ihre Lache, ey, immer noch die beste. Spätzle. Man kann von uns raus zu Boot fahren. Okay, Spätzle. Was ist los bei euch? Regen und Hochwasser. Sushi. Das läuft gleich alles in die Tür rein. Hochwasser. Hochwasser. Alles klar. Mein Vater muss gleich raus aufs Dach. Ey, dann. Weil da irgendwie das Wasser aufgestaut hat und jetzt alles gleich in die Tür, weil die Dachrinne verstopft ist. Oh. Dann möchten wir hoffen, dass er nicht runterplumpst. Hoffe ich auch. Sonst musst du seine Pflichten übernehmen. Das heißt, du musst dir Drösche von deiner Mutter abholen. Oder dir selbst. Ach so, Melvin, und deine Dresche kommt selbst noch dazu, ne? Oh. Oh. So, also ich habe meine 4 Seed- und Essensfelder jetzt automatisiert. Also, läuft. Cassie, ich gebe dir einen Tipp. Einen geilen Tipp, ja? Es hat einen Rand. Pizza. Ich wollte eigentlich. Ich wollte. Ja. Und damit beende ich die Aufnahme.